La parole est à Madame Estermann. Prochain orateur, Monsieur Wasserfallen. Geschätzter Herr Vizepräsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren. Ja, das ist eine gute Frage. Wie viel Zuwanderung braucht unsere Schweiz? Einige hier im Saal sind der Meinung, dass heute mit dieser Zuwanderung, die wir haben, alles in Ordnung ist. Es braucht keine Änderung. Die anderen sagen, ja, wir haben gewisse Probleme, aber diese sind mit Maßnahmen zu lösen, die ich persönlich als Bekämpfung von den Folgen bezeichne und nicht als Ursachebekämpfung. Wir haben auch gehört, dass die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist schon in diese Richtung, dass es zu viel Zuwanderung in der Schweiz gibt. Der Druck wird immer größer. Das ist nicht nur auf dem Arbeitsplatz, das ist überall, wenn Sie Bus fahren, wenn Sie Züge fahren. Leute sind eher bereit, einen Streit anzufangen. Ja, das ist wirklich so. Wir haben auch viel mehr Leute, die gewalttätig werden. Und das sind auch Folgen, so schleichende Folgen von zu großer Zuwanderung. Irgendjemand hier im Saal hat gesagt, ja, SVP will etwas Unsteuerbares steuern. Zuwanderung ist steuerbar, meine Damen und Herren, selbstverständlich. Jedes Land kann ihre Zuwanderung so steuern, dass es dem Land etwas nützt. Ja, und einige haben da erwähnt, dass wir keine Massenzuwanderung haben und dass SVP quasi Wahlkampf betreibt. Meine Damen und Herren, 80.000 Menschen pro Jahr, das ist keine Masse, das ist eine Stadt von Größe, zum Beispiel vom wunderschönen Luzern. Also wir sehen das als Problem, die Menschen, die Bevölkerung sehen das als Problem und es ist an uns, Lösungen zu suchen. Und da sind wir auch bei den Lösungen. Leider hat man meine Motion nicht überweisen wollen, wo ich Punktesystem für Ausländerinnen und Ausländer verlangt habe. Da wäre doch zusammen zum Beispiel mit Wiedereinführung von Kontingenten und Saisonierstatus, das wäre doch eine Möglichkeit, unsere Zuwanderung gut und effizient zu steuern. Und nachher, wir schränken uns immer ein bisschen ein mit der Personenfreizügigkeit mit der EU- und EFTA-Staaten. Warum nicht eine Steuerung der Zuwanderung haben, die für die ganze Welt, für alle Erdenmenschenbürger da ist? Also das sind so Ziele. Also ich bleibe sicher auf diesem Thema dran, weil ich finde, das ist das, was auch für nächste Generation von größter Wichtigkeit wird. Ja, meine Damen und Herren, ja, ich nehme gerne die Kritik entgegen. Die Initiative ist nicht gut, die Initiative hat Fehler. Aber wenn ich so die Gegner der Initiative, wenn ich ihnen zuhöre, dann höre ich eine Seite, dass eine sagt, ah, die Initiative nütze gar nichts, man kann ruhig zustimmen. Ja, dann stimmen sie doch zu. Die anderen sagen, oh, das ist ganz schrecklich. Also wenn wir das jetzt annehmen würden, es sind unberechenbare Folgen, die auf uns zukommen. Also wenn sich die Gegner so unglaublich schön uneinig sind, ist das eine gute Initiative, meine Damen und Herren. Ja, und am Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, es hilft nicht, wenn Sie Augen verschließen von gewissen Problemen, die man lösen sollte. Ich habe viele Kritik einstecken müssen als Mitglied der SVP, aber keine praktikable Lösungen gehört. Wir sind hier dran, das ist unsere Aufgabe, Lösungen für unser Land zu bieten. Und da möchte ich auch noch sagen, es ist immer wieder Rede von Negativen Möglichkeiten, die wir als SVP bieten wollen, dass sie unglaublich menschenfeindlich und ausländerfeindlich sind. Ich sage Ihnen eins, ich bin von 20 Jahren als Ausländerin in diesem Land gekommen und ich habe wirklich unglaubliche Toleranz gespürt, unglaubliche Großzügigkeit von allen Menschen, die hier leben, von Einrichtungen, wo wir da genießen können.
Und da können Sie doch nicht sagen, ja, die SVP ist gegen Ausländer. Das stimmt nicht. Wir sind auch für die Leute da, die hier aus dem Ausland gekommen sind. Aber die fühlen sich hier heimisch und die möchten dieses wunderschöne Land auch so behalten und aufbauen und nicht einfach hier schnelles Geld machen und verschwinden. Und für diese Damen und Herren sind wir auch da, ob sie hier stimmberechtigt sind oder nicht. Ja, also ich möchte Ihnen nur empfehlen, meine Damen und Herren, ich habe das bereits gesagt, die Initiative ist gut, ihr als Gegner sind euch nicht einig, warum sie schlecht sein soll, und da möchte ich Ihnen nur sagen, stimmen Sie dann ja zu der SVP-Initiative und packen Sie die Probleme dort an, wo sie auch entstehen, eben an den Wurzeln. Danke vielmals.